Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Und ich sag's mal so, ich habe meine Low-Level-Challenge so ein bisschen aufgegeben. Nicht, weil es mir zu schwer war, sondern weil ich dachte, fürs Let's Play war es einfach zu zäh. Und habe ein bisschen gelevelt und bin mittlerweile Level 22. Das entspricht auch so ungefähr dem Level, den ich hier hätte, wenn ich Casual spielen würde. Nicht irrsinnig überlevelt, aber auch nicht mehr unterlevelt. Und das war eine Menge Arbeit. Ich musste tatsächlich bis nach Tibet zurücklaufen, bevor ich Gegner fand, die ich halbwegs angenehm schnell killen konnte. Da merkt man doch, dass irgendwas nicht stimmt. So, unterwegs ist mir aufgefallen, wir können uns mittlerweile Loar mal anschauen, denn Loar hat sich weiterentwickelt. Das gucken wir uns jetzt mal an, bevor wir uns das Schloss in Spanien vorknöpfen. Also nochmal vorknöpfen. So. First Avenue. Ja, Loar ist größer geworden. Was wird mit Loar geschehen? Was wird denn geschehen? Was steht denn hier drauf? Da steht anscheinend gar nichts. Das Schloss wurde nach dem Tod des Königs für jedermann geöffnet. Man will dort ein spektakuläres Wettessen veranstalten. Oh, da gehen wir gleich mal hin. Jean ist toll. Ich glaube nicht, dass Louis genauso gut gewesen wäre. Nein, wäre er nicht. Ich heiße Heinz. Moment. Ich beobachte die Entwicklung der Städte. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Unterstützung der Wirtschaft. Der internationale Handel wird die Zukunft dieser Stadt prägen. Wenn die Gesetze geändert werden, kann die Stadt sich entfalten. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 20%. Oh, das Blumenmädel ist auch noch da. Und das Innen. Moment, ich will das Hotel sehen. Lucien! Tja. Hat inzwischen eine Menge Wein darum liegen. Apropos Wein. Irgendwo ist hier... Oh, was sagt der Wahrsager? Lass mal hören. Die Sterne kennen deine Zukunft. Höre zu. Dein Glücksgegenstand ist eine Blume? Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Normalerweise verstehe ich die Tipps, aber was soll ich denn mit der Blume? Egal, ich hab sie. Second Avenue, ja, die Stadt hat jetzt zwei Bereiche. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wo das ist, was ich jetzt suche. Hier ist nix. Und hier ist... Wer bist du? Ich dachte darüber nach, ein Geschäft zu eröffnen. Ein tüchtiger Grundstücksmakler kann ein reicher Mann werden. Achso, das ist es ja. Dafür muss die Stadt nochmal wachsen, bevor der interessant wird. Und ja, das kann sie. Das müssen wir nur forcieren. Gehen wir mal in die Schneiderei. Was auch immer geschieht, wir werden nie für die Masse produzieren. Ich bin Mary. Du reist viel? Dann hätte ich eine Bitte an dich. Willst du mir zuhören? Nein. Meine Ohren haben gerade Pause. So ein Pech, aber... Ich habe zu viel verlangt. Die Dinge laufen nie so, wie man will. Ja, ich will zuhören. Welchen Gefallen kann ich dir tun? Danke, ich habe ein paar meiner Stücke hier. Verkauf die Mode in einer anderen Stadt. Sie soll bekannt werden. Kann ich dich um diesen Gefallen bitten? Niemals! Warum sollte ich Modeverkäufer werden? Ich habe zu viel verlangt. Ja, zuhören. Sicher. Klar, ich nehme deine Kostüme mit. Wirklich, danke, vielen Dank. Was es damit auf sich hat, das erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Und was ist hier? Die Kellerei. Erfrischend und super lecker und verdammt entspannend. Ich habe einen neuen Wein. Willst du ihn probieren? Lieber nicht. Ich denke, ich werde diesmal doch lieber passen. Mon Dieu, das gibt es doch nicht. Ja. Ich sage jetzt immer nein, weil ich arg freche Antworten hören will. Die kenne ich teilweise nämlich noch gar nicht.
Ich bin bereit, ihn zu testen, aber wird er schmecken? Aber sicher, das ist ein Qualitätswein. Genieße ihn. Wie, er schmeckt dir nicht? Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. So, dann gehen wir nochmal hin. Ich entkorke gerade meinen ältesten Jahrgang. Willst du ihn mal probieren? Ich denke, ich werde diesmal... Okay, er sagte mir das Gleiche. Ich bin bereit, ihn zu testen, aber wird er schmecken? Aber sicher, das ist ein Qualitätswein. Genieße ihn. Wie, schmeckt dir nicht? Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Ja. Wir gehen nochmal rein. Ich entkorke gerade meinen... Ja, es ist immer das Gleiche. Sicher. Diesmal ist er aber wirklich gut. Oder? Aber sicher, es ist ein Qualitätswein. Genieß ihn. Lecker. Was? Er war gut. Super. Ich hätte ich nicht gedacht. Haha, er ist aus Äpfeln hergestellt. Ihr nie meine Flasche. Ark erhält Wein. Okay, ich glaube, das war's auch schon. Mehr können wir hier vorläufig nicht machen, glaube ich. Ich muss sagen, diese Tauschquest-Sachen, und ja, das ist im Grunde genommen eine große Tauschquest. Jetzt, ja, nicht direkt eine Tauschquest, ist schon noch ein bisschen was anders, aber ich denke, Tauschquest ist schon eine verständliche Erklärung dafür. Achso, Wettessen im Schloss! Wettessen im Schloss! Erstmal schmeißen wir was an die Wand. Dabei dachte ich, in Moskau wirft man die Gläser an die Wand. Wer das jetzt verstanden hat, ist ja schon noch doch schon was älter, der Song. Du hast genau 60 Sekunden und musst so viel essen, wie du nur kannst. Vorsicht, es gibt Speisen, die dir nicht bekommen. Fertig? Los! Nom? 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 Ark, der macht nom 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 nom. Huch, da wird ihm heiß. Nom? 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 Scheiße, das schaffe ich nicht, oder? Nom? Ich weiß leider nicht mehr, wie viele Punkte man machen muss. Also alles aufessen muss man nicht, das ist auch fast unmöglich. Oh, das ist sogar völlig unmöglich. Die Zeit ist um, du hast 27 Punkte erreicht, super! Für deine Leistung erhältst du diesen Stein dort hinter mir. Sehr gut. Übrigens, du hast schon gegessen. Ark erhält einen Kristall. Wuhu! Wir haben uns einen Kristall erfressen. Hat er alles geschafft? Alles! Er hat mich und meine Küche völlig ausgeräubert, ihr Götter. Ich muss schließen meine Laden. Asterix geht immer. So, wir haben zwar nicht mehr so viel Zeit heute, aber trotzdem, Schloss. Könnt ihr auch gleich mal sehen, wie das inzwischen aussieht, wenn ich hier die Gegner verhaue. Oh, welche Waffe habe ich da? Ich habe immer noch den Wolfsspeer, das ist schon okay. Mhm. So, da. Jetzt nehmen die halt Schaden. Und noch bei Level 21 war es so, dass die praktisch überhaupt keinen Schaden genommen haben. Aber jetzt, kann man doch drüber reden.
So, jetzt... Ich muss jetzt das Rätsel des Schlosses lösen und das hat mit diesen vier Bildern zu tun. Also, es wurde ja schon gesagt, aus den Bildern wurden die Augen rausgeschnitten und die Augen müssen wir jetzt suchen und dafür muss ich ein bisschen nachdenken. Erstens, ich gehe hier unten hin. Ich glaube, das ist schon sinnvoll, dass ich das als allererstes mache. Nein, verdammt! Ach, sieh dir das an! Was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht es sich, wenn man dagegen tritt und die Wand schiebt. Die Wand schiebt. Okay, ich gebe zu, ja, die Wand schieben ist genau das, was man tun muss. Und ich glaube, so haben es auch die meisten Kinder dann richtig verstanden. Trotzdem ist es eine merkwürdige Formulierung. So, jetzt weiß ich die Jahreszahl nicht mehr. Es fängt mit 2 an. Das bin ich mir relativ sicher. 2, 8, 5? 2, 8, 6. Okay. Ein mechanischer Ton erklang. Okay, sonst hätte ich jetzt nochmal zur Bibliothek zurückgehen müssen, um zu gucken, wie genau... Also es ging hier um die Zahl, ja, das Datum, in dem die Söhne der Königin gestorben sind. Das kann man irgendwo in der Bibliothek nachlesen. Und da steht halt drin, dass das ein wichtiges Datum für die Königin war. Man kann aber auch hier einfach rumprobieren, bis es klappt. Das war als Kind auch meine Lösung. So viele Möglichkeiten gibt es da nämlich nicht. So. Hake hält den Eispickel und diese Waffe hätte ich so gerne beim Leveln schon gehabt. Aber das ging ja nicht, ne? Ich durfte ja nicht, dann hätte ich sie ja nicht mehr on-screen finden können. Hake hält den Turmschlüssel. Ich muss allerdings zugeben, es wäre vielleicht interessant so von der Challenge gewesen, wenn ich zumindest bis nach diesem Dungeon gewartet hätte, bevor ich das Level nachhole. Aber ja, weil der Boss dieses Dungeons ist halt bekanntermaßen der schwerste im Spiel. Es ist wirklich abartig. Ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich sehen. Ich werde jetzt nicht alle Gegner umhauen, damit ich nicht noch mehr level, als ich eh schon getan habe. Der Spieleberater empfiehlt für den Boss in diesem Dungeon übrigens Level 25 zu sein, was absurd ist. Hä? Hä? Warum... Warum sind die Kronleuchter noch da? Ich hab doch das Rätsel gelöst. Wieso sind die nicht runtergefahren? Hä? Jetzt mach du mich aber fertig hier. Okay. Ich bin mehr als verwirrt. Doch gelöst. Also eigentlich müssten die Kronleuchter jetzt so runtergefahren. Also ich erkläre es mal. Die müssten jetzt so weit runtergefahren sein, dass wir hier rüberhüpfen können. Warum sind die das nicht? Hä? Ich gehe nochmal dahin. Hä? Hä? What? Oder ist das für das andere Rätsel? Nee, ist auch nicht für das andere Rätsel gewesen. Nee, das ist ja unten im Turm. Hä? Ich kann es nicht oft genug sagen. Hä? Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Was habe ich falsch gemacht? Es ist doch das Geräusch gekommen für, hey, du hast das Rätsel gelöst.
Ganz bestimmt nicht. Nein, das nehme ich nicht hin. Ich finde es gut, dass das der Teilnahme mit Ups endet. So. 2 8 6 Ein mechanischer Ton erklang. Der mechanische Ton kommt auch nur dann. Also was soll das? Also wenn es jetzt wieder nicht funktioniert hat, dann werde ich zwischen den Videos mal kurz in den Guide gucken, weil das ergibt gerade gar keinen Sinn. Ich bin mir absolut sicher, dass das genau die richtige Lösung ist. Okay. Das ist weird. Aber das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles tut. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich hoffentlich dahinter gekommen bin, was zur Hölle ich hier falsch gemacht habe. Ciao, ciao.